Hallo, liebe Gaming-Freunde, und willkommen zurück zu Skylanders Trap Team. Und was ich jetzt als erstes machen werde, ich werde ein paar Skylander verbessern. Ich habe in der Zwischenzeit trainiert, ja, ein paar Level-Ups, ein paar mehr Schätze. Und ich werde hier jetzt nicht alle meine Skylander, die genug Geld haben, verbessern, weil ich gar nicht alle auf dem Tisch liegen habe. Ich treffe ja immer so eine kleine Vorauswahl. Also, fangen wir mit dir an. Drücke Dreieck für einen kleinen Weibis. Von wegen riesig. Guck dir den Winzling noch mal an. Ball Power. Süß. Voll niedlich. Rutsche nach einem Bauchklatscher länger und verursache erhöhten Schaden. Nehme ich mit. Kraftwelle. Dann nehme ich mit. Größerer, stärkerer Walbissangriff. Her damit. Also dadurch, dass ich trainiert habe, konnte ich einige Schütze abgreifen. So ziemlich viele. So, ein neuer Anker bewirkt erhöhten Schaden. Und welchen Weg nehme ich denn? Das fand ich eigentlich schon bei Thumpack sehr cool. Anker sind super oder Bauchklatscher. Ich nehme diesmal... Anker sind super. Der Große hat ja den anderen Weg. Bereit? So, ach ja, das mit den Kombos. Okay. Lass mich das doch mal austesten, wie das aussieht. Oh yeah. Das war, glaube ich, keine Kombo. Kombo? Naja, nicht wirklich. Egal. Weiter geht es. Wir haben nicht genug Geld. Der nächste, bitte. Ausgezählt. Ihn habe ich auch trainiert. Der war erst auf Stufe 2. Ich habe so lange nicht mehr mit dem gespielt. Da habe ich erst mal reingehauen. Bereit? So. Roboraserei-Modus hält länger an. Ja, perfekt. Das gefällt mir doch. Alle Kraft in den Schlag. Bereit. So, als nächstes hole ich mir... Drücke Dreieck, um auf dem Boden zu schlagen und eine Weile elektrische Funken zu erzeugen. Zeig mal. Über die volle Rückenzahl. Ah. Aha, cool. Bereit für ein. Dann haben wir Schläge im Roboraserei-Modus schocken Gegner und bewirken zusätzlichen Schaden über Zeit. Gib. Über die volle Rückenzahl. Ja. Warte mal. Okay. Bereit für. Was kann ich mir noch holen? Triptanium-Schläge bewirken mehr Schaden. Nice. Welchen Weg nehme ich? Hochspannung, verbessere Funkenschockangriffe oder verbessere Roboraserei-Modus-Angriffe? Das finde ich ja schon geil. Das ist aber... Ene Menu und dran bist du. So. So treffe ich Entscheidungen. Immer. Alle Kraft in den Schlag. Bereit für... Was kann ich mir noch holen? Och, so vieles. So cool. Schläge im Roboraserei-Modus erzeugen statische Ausbrüche, die anderen Gegnern Schaden zufügen. Okay. Alle Kraft in den Schlag. Wow. Sehr cool. Bereit? Der wird immer noch angegriffen. Nimm im Roboraserei-Modus weniger Schaden. Ich krieg den fast komplett voll. Ich glaub's ja nicht. Über die volle Rückenzahl. Oder ich glaube, ich krieg ihn voll. Bereit für ein. Bleibe länger im Roboraserei-Modus, in dem du Treffer landest. Perfekt. Gibt's ja nicht, ey. Da gehe ich mal kurz trainieren und dann sowas. So. Das ist der Hammer.
Halte Dreieck, um einen starken elektromagnetischen Schlag aufzuladen. Und somit ist er komplett. Na, wer hätte das gedacht? Oh, das war doch seine... Bam! Oh, geil. Das war doch alles, ne? Und die Zahlen addieren sich zu Wahnsinn. Yep, das war alles. Hätte ich nicht gedacht, aber gut. Hoppala. Der nächste, der verbessert werden kann. Ja, ich weiß, es dauert hier gerade ein bisschen. Aber ich möchte es ja nicht ganz ohne euch machen. So, Snapshot hat auch ein bisschen. So, Gegner, die vom reißenden Gezeitentümpel erfasst werden, werden eingesperrt. Ja. Bereit. So, dann haben wir reißende Gezeitentümpel. Ruft jetzt die Macht des Kraken. Das will ich sehen. Ekstatisch. Zeig mal. Wow, die Macht des Kraken. Alter Falter. Und hält auch ganz schön lange. Bereit. So, dann haben wir Kristallschlag in der Luft löst einen Treptanium-Angriff aus. Ist das seine letzte Fähigkeit? Ekstatisch! Dann haben wir ihn ja auch voll, ne? Ja, wunderbar. Perfekt. Dann habe ich hier noch einen ganz knuffigen und einen ultraschnellen Kraken und brennen. Der ist voll schnell, das ist voll geil. Ich meine, guck dir das mal an. Und der bleibt dann auch so rasend. Er wird gleich zwar abgekühlt, aber ist ja nicht weiter schlimm. Das ist so geil. So, jetzt ist er kühl und kann trotzdem so geil rennen. Ich liebe ihn. Bereit für eine. So, alle Angriffe bewirken mehr Schaden, wenn du erhitzt bist. Gib her. Oh je. Brawlerfahrt. Verbessere deine Schläge noch weiter. Frynos heißer Schuppen. Verbessere dein Motorrad noch weiter. Ich liebe das Motorrad. Der Tank ist voll. So. So viel Schätze hattest du jetzt nicht, ne? Einen habe ich noch zu verbessern, dann ist es vorbei. Versprochen. Friss das! Ehrenwort. Friss mein Ehrenwort. So. Mit ihm haben wir auch sehr lange nicht gespielt. Der war auch erst auf Stufe 2. Bereit. Daher ist er heute auch mal dran. Tomaten bewirken mehr Schaden. Gib. Und mit heute meine ich die ganze Aufnahmesession über, nicht nur die heutige Folge. Ich nehme ja immer am Stück auf. Heruntergefallene Tomaten werden zu Pflanzen. Sammle sie, um noch stärkere Schüsse abzufeuern. Okay. Interessant. Wachstumsschub! Nein, ich wollte dich nicht angreifen. Da, Tomatenpflanze. Sammel. Bam. Okay. Habe ich denn überhaupt noch genug Kohle? 2000, ja. Drücke Dreieck für eine Zucchini-Explosion, die Schaden in einem großen Bereich bewirkt. Zucchinis! Wachstumsschub! Zucchini! Oh. Das... Die platzt ja nur! Bereit? So, das kann ich noch holen, aber das nicht mehr. Okay, Blüten der Verdammnis bewirken größere Explosionen. So, verbessere Tomatenwerferangriffe oder Zucchini-Explosionen. Ich finde das hier besser. Kann ich mir dann noch was holen? Gemüsepower! Bereit für eine... Nee, leider nicht. Schade. So, wir gehen mal direkt ins nächste Kapitel. Kaylee. Obwohl sich Chaos' letzter Tipp als richtig herausgestellt hat, bin ich immer noch ein wenig skeptisch.
Im Moment ist es jedoch der einzige Hinweis, den wir haben. Also würde ich ihm nachgehen. Was ist mit dir? Ich komme mit. Cool. Schnappen wir uns diese fiese Dreamcatcher. Und dieses Mal entkommt sie nicht. Dreamcatcher. Oh, und Hutzickel ist da, den kenne ich schon. Und den bunten Typen da rechts kenne ich auch aus den Herausforderungen. Der ist ganz schön crazy. Hm. Oh, Mabu. Oh, die schlafen alle. Oh, wow. Dreamcatcher muss bereits angefangen haben, die Träume dieser Wissenschaftler zu stehlen. Das hier sah mal wie eine ganz normale Sternwarte aus und nun ist es was auch immer. Ich hoffe, sie konnte noch nichts aus ihren seltsamen Träumen erfahren. Dann wecken wir mal diese Wissenschaftler, besiegen Dreamcatcher und hoffen, dass das hier jetzt kein Traum ist. Denn ich hasse es, wenn das passiert. Ah ja. Das ist interessant. Wer seid ihr denn? Ihr seid ja voll süß. Ihr seid voll niedlich. Was befindet sich hier unten? Egal, ich gucke erstmal hier. Hier sind so kleine Schmetterlinge. Voll süß. Oh. Ah. Ich habe einen total seltsamen Traum. Irgendwas mit Brown in Chain. Und er bringt Feenlichter. Wie süß. Wenn Brown Chain hier wäre, könnte ich ihm vielleicht zeigen. Ja, ja, ist okay. Habe ich dabei. Oder ist er das? Ja, das ist er. Hi, ich bin da. Brawl and Chain. Gut, gut, wundervoll. Seht ihr an, was ich für wirres Zeug von dir träume. Möchtest du zum Feen-Nachtlichter? Was lese ich denn da? Möchtest du Feen-Nachtlichter abliefern? Gerne. Das machen wir mal. Also, in diesem Traum bringst du Feenlichter zu allen Mabu-Häusern. Aber du musst es ganz schnell machen. Die Sonne geht nämlich unter und sie mögen die Dunkelheit nicht. Oh. Mit der Dunkelheit kommen die Albträume. 3, 2, 1. Okay. Los. Dann mal los. Hier geht's lang. Jetzt bring diese Laterne zu einem Haus. Okay. Was hat es mit diesen Bäumen auf sich? Ich will dich knuddeln. Ich will dich knuddeln? Du willst mich knuddeln? Gut, dass es Laternen gibt. So. Jetzt darf ich wieder zurücklatschen. Aber wir haben ja um die 10 Minuten Zeit. Geh weg. Er möchte mich knuddeln. Ja, dich möchte ich vor allem knuddeln. Du bist voll niedlich. So. Knuddeln. Ich will dich knuddeln. Wen der alles knuddeln will. Unglaublich. Ist hier ein... Nee, hier ist kein Haus. Vielleicht hier hinter. Komm, knuddel mich. Ey, der übertreibt's ein bisschen mit seiner Knuddelei. Hallo, Häuser? Wo seid ihr? Da ist ein Haus. Vielen Dank. Bitteschön. Toll. Jetzt bring eine weitere Laterne zum nächsten Haus. Ja, aber erst besiege ich die Gegner. Ich will dich knuddeln. Mit seinem Knuddeln geht er mir ein bisschen auf die Nerven. Aua. Wer kann denn so viel von Knuddeln sprechen? Was machst du da hinten? Lass das. Oh, war zu weit weg. Okay. Weiter geht es. Boing. Boing. Die Musik ist cool. Die Büsche werden jetzt aber nicht, ne? Okay. Boris könnte ruhig mal schneller watscheln. Ich gehe mal wieder in die andere Richtung. Ja, doch. Gehst du mal da lang. Hier ging es ja weiter, ne? Ja.
Hohohoho. Wo gibt's denn wieder Häuser? Ich hoffe hier oben irgendwo. Da ist auf jeden Fall ein Busch. Da hinten könnte eins sein. Ich gehe aber mal hier hin. Hui. Nein, nicht wieder zurück. Bist du bescheuert? Wie geil. Hier hinter mir sind doch Häuser, ne? Lass mich da durch. Ja, toll. Komme ich nicht durch. Was soll das? Was für Wege? Jetzt komme ich nur hier hoch. Was ein Scheiß. Gehe ich halt da hinten lang. Ich gehe den Weg doch jetzt nicht nochmal. Da ist ein Haus. Geht doch. Hoffentlich schaffe ich das trotzdem noch. Los, kommt raus. Du kannst von mir aus auch da hinten stehen bleiben. Ist mir gerade egal. Ich will das hier schnell machen. Vier Lämpchen noch. Vier. Diesmal gehe ich den Weg durch. Hep. Oder ich gehe erst wieder zur anderen Seite. Das könnte ich auch machen. 6 Minuten 23 noch. 22. Hier sind nur so viele Büsche. Weil hier ein Haus ist. Na, sieh mal einer an. So, raus mit euch. So oft wie du das willst, will ich gar nicht mehr knuddeln, ja? Nein. Nein. Schluss mit knuddeln. Da, 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 drei noch. Kann ich nicht einfach hier rüberspringen? Nein, natürlich nicht. Und da komme ich nicht lang. So. Diesmal gehen wir nicht in das Springteil, sondern, also zumindest nicht jetzt. Auf dem Rückweg gerne, aber nicht jetzt. So, hallo Haus. Ich werde deine Hilfsbereitschaft loben. So, wer will auf die Fresse? Du. Knuddeln. Ich will dich knuddeln. Ich habe keine Zeit für sowas. So. Schneller, schneller, schneller. Da hinten sind noch so Büsche. Ah, ich komme hier nicht durch. Das ist so praktisch. Aber da hinten gibt es einen Weg. Der führt mich doch bestimmt dahin. Och, du bist so langsam. Wer möchte mich knuddeln? Gut, dass es Laternen gibt. Ich will nicht mehr knuddeln. Lass das. So, jetzt wieder zurückwatscheln. 4 Minuten haben wir ja noch für die letzte Lampe oder das letzte Nachtlicht. Ich glaube, da hinten kann man hin. Also wenn man hier so den Weg lang geht. Da müsste doch was sein. La la la. So. Komm mit. Langweilig. Na los, lauf, Dickerchen. Na lauf.
Da ist ein Haus. Nee, da gehst du nicht rein. Oh, den Weg hätte ich gerade nutzen können, aber ist ja egal. Du hast mich vor der Dunkelheit. Nein, 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 noch nicht. Erst schätze. Ach, der mit seinem Knuddeln. Ich hab so keinen Bock mehr. Bitteschön. Du hast meinen Traum eines sicheren, hell erleuchteten Marbendorfes Wirklichkeit werden lassen. Das ist hier zwar immer noch ein Traum, aber wenn ich aufwache, werde ich dich reich belohnen. Yay! Wach auf. Na los. Was? Was ist passiert? Roll and Shane? Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Mein Traum. Ich schulde dir wohl was. Hier. Oh yeah. Er ist blau geworden. Das nenne ich mal eine Kettenreaktion. Ich bin blau. Mission erfüllt, würde ich sagen. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann richtig um das 8. Kapitel hier bei den Teleskoptürmen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Über Däumchen und Kommentare freue ich mich immer. Und bis dann. Tschüss. Und nächster Gang.